gut. Nur ganz kurz. Ja, es ist so unendlich einfach. Jetzt haben wir beide, jetzt hast du, okay, passt, läuft. Okay. Es ist so, wenn wir fast gleich drauf kommen. Es ist so unendlich einfach, es läuft, müsst ihr aufzeichnen, es läuft. Es läuft, okay. Ja. Es ist so unendlich einfach, wenn man die elementaren Sätze verstanden hat. Weißt du, ich sage immer wieder, einen einzigen meiner Sätze, wenn du verstanden hast, hast du alles verstanden. Das erste ist, du lebst dein Leben. Dir bleibt gar nichts anderes über. Da mischt sich Holophilie überhaupt nicht ein, nicht im geringsten. Keine Regeln, keine Verbote, keine, was du tun sollst, das machen Kirchen. Ich sage mir, ich erkläre dir, was du bist. Ich mache jetzt für das Kleine. Ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst, ganz grob. Und wenn du wirklich einen Satz, du müsstest nur akzeptieren, dass du jetzt träumst. Und ich mache jetzt nochmal eine Wiederholung für dich, wenn ich zum Beispiel religiöse Fanatiker habe oder politische Fanatiker habe, egal welcher Couleur, da muss dir eins klar sein, du musst einfach die Sache mit dem Schwamminhalt verstanden haben. Und dann wird dir klar, dass sich keiner, den du dir herausdenkst, heraussuchen kann, dass er von dir so gedacht hat und keiner hat sich seinen Glauben rausgesucht. Dieses Schwammbeispiel, wenn du ein Baby nimmst und du lässt es in irgendein Land als Adoptivkind groß werden, in Liebe großgezogen, wirst du, wenn du in Brasilien groß wirst, einen komplett anderen Glauben haben wie in Indien oder dort oder dort. Oder zu welchem Zeitpunkt? Das ist ja immer wieder diese chronologische Zeit. Der größte Trugschluss ist die Naturwissenschaft. Weißt du, wenn ich immer wieder betone und glaub mir, Dixi weiß es jetzt besser, deine Mutti, es waren bei mir hunderte hochdotierte Professoren, teilweise hier vom Max-Planck-Institut mit 3 Doktortiteln. Die sind mit geduckten Hauptes wieder abgezogen, weil ich ihnen gezeigt habe, dass nahezu auf jeder Seite in den Physikbüchern so eklatante Fehler drin sind, dass jeder 13-Jährige, der Geist ist, mit seinem Intellekt erkennen kann, dass das Vollpfosten sind, die was geistlos nachäffen. Weißt du, die Aussagen, ich mache mal einige Zitate. Die Wassermoleküle, Wasser besteht aus Wassermolekülen, das ist H2O, 2 Teile Wasserstoff, 1 Teil Sauerstoff. Ich halte fest, im Chemiebuch steht, Wasserstoff und Sauerstoff sind vollkommen unsichtbare, vollkommen geruchslose, vollkommen geschmackslose und vollkommen ungiftige Gase. Es gibt keine Möglichkeit, die in irgendeiner Art und Weise empirisch wahrzunehmen. Und diese Wassermoleküle wurden vor 200 Jahren von Humboldt und von Guillaume-Sack entdeckt. Und du äffst es nach. Ich zitiere wie einen Nobelpreisträger, dafür hat es einen Nobelpreis gegeben. Dachyonen sind unsichtbare Teilchen, die mit Überlichtgeschwindigkeit in der kosmischen Strahlung, die auch unsichtbar entstehen und mit Überlichtgeschwindigkeit auf die Erde zufliegen. Für diese Entdeckung hat es einen Nobelpreis gegeben. Das sind Wahnsinnige. Es sind einfach nur geistlose Affen, die wie jeder Mediziner, jeder Theologe, jeder gläubige Mensch eins zu eins das nachäffen, was mir in den Elternhaus und Schule eingetrichtert hat. Holophilie überragt alles, was deine Menschheitsgeschichte an den Tag gelegt hat, ob das Philosophie ist oder ob das Wissenschaft ist oder Theologie ist und geistliche Welten. Und jetzt kommt der große Hammer, du wirst von mir nie hören, dass irgendeine Behauptung, die einer äußert, nicht stimmt. Jeder hat ein bisschen recht. Alles, was gesagt wird, was gedacht wird, ist wichtig. Das sind wie Puzzlestückchen von einem heiligen Ganzen, wo keiner eine Ahnung hat. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Sokrates hat gesagt oder Einstein hat gesagt, dann musst du wissen, dass du in dem Moment, wo du das denkst, du bist den, ich erzähle das immer, den Geist, der uns drei Brösel jetzt ausdenkt. Wenn du jetzt an die Brösel dieses Gespräches, an die Trockennasenaffen, die du dir ausdenkst, diese menschlichen Körper, da sind jetzt 3 Stück da. In dem Gespräch nehmen teil 3 ausgedachte Menschen teil. Jetzt im Moment. Ich erzähle es aber nur den Geist, der uns drei jetzt ausdenkt und das bist du. Du denkst uns jetzt aus und dein Problem ist, dass du felsenfest davon überzeugt bist, dass du einer dieser 3 Menschen bist. Das bin ich und die anderen 2 bin ich nicht. Und jetzt kommt es, ich bin der Erste. Das ist der 2. Satz. Alles, was dir der Erste erzählt, kann jeder 13-Jährige, wenn du meine Gedankengänge mitliest, hier und jetzt sofort auf der Stelle mit 100%iger Sicherheit überprüfen. Du musst nur meine Gedankengänge mitgehen. Du denkst jetzt 3 Menschen aus und du glaubst, einer dieser 3 Menschen zu sein. Nein, du bist der Geist, der sich alle 3 ausdenkt. Und das große Problem ist, weil du dich mit dem einen Affen verwechselst,
Das ist ein Programm in dir, das ist eine Matrix, erlebst du dieses Leben von dem, der du zu sein glaubst. Aber alle drei Leben sind wie drei Bücher. Ich mache das sehr, sehr einfach. Wenn von einem und denselben Geist erlebt, das ist der vom Bücherrekord. Das nennt man JCH, das ist Jesus. Ein Symbol, den es niemals in der Vergangenheit gegeben hat. Es ist ein Faktum. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Jetzt kommt das Nächste. Weiß deine Mutti mittlerweile, dass ich nur auf offiziell, also auf, jetzt offiziell positiv gelesen, auf Wörterbücher zurückgreife. Du hörst von mir nichts, was ich dir in irgendwelchen Büchern zeige. Bloß letztlich sagen die Leute immer, wenn ich das mit dir lese, steht was ganz was anderes drin. Das ist die große Problematik. Das sind so Sachen. Schau, du wirst das einmal mit Demut erkennen müssen in deiner Welt, dass du ein Gott bist. Du bist ein Schöpfergott. Hör genau zu. Du Geist, ich sage das jetzt nicht so an Menschen, sondern zu denen, der uns drei ausdenkt. Das ist mein einziger Ansprechpartner. Jeden Gedanken, den du denkst, sobald du einen Gedanken denkst, entsteht in dir eine Information. Und du erlebst nur deine eigenen Informationen. Das ist hundertprozentig sicher. Egal, an was du jetzt denkst, es entsteht in dir eine Information, die wird von dir erschaffen. Und mit dem nächsten Gedanken, den du denkst, wird die zerstört und es entsteht die nächste Information. Schau mal, ich sage jetzt zum Beispiel Schnipp und jetzt denkst du ganz bewusst an den Monitor vor dir. Okay, und während du den Monitor dir anschaust, der dich jetzt die ganze Zeit, jetzt mache ich Schnipp und jetzt ist plötzlich auf deiner VR-Brille der Tastatur. Wo war die ganze Zeit? Die war auf deiner VR-Brille, du hast bloß nicht hinschaut. Jetzt kommt das große Problem, dass du glaubst, alles, was du denkst, was du in dem Moment erschaffst, wo du es denkst, das ist unabhängig von dir da aus. Das ist ganz nebenbei der Bruch des zweiten Gebotes. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Die Bilder sind in dir drin und die werden von dir erschaffen. Übrigens, Hebräisch, Be'ilet heißt in Kind und R auf Hebräisch heißt erweckt. Be'ilt, R heißt in Kind erweckt. Und du bist ein Gotteskind. Nicht der Udo oder die Trixie oder irgendein anderer Affe, sondern du bist es. Du bist ganz allein. Und den Traum erlebst bloß du. Du erlebst nur deine Informationen. Und wenn du an dich denkst, dann bringst du das erste Gebot. Mach dir kein Bild von Gott. Du machst den Gott zu einem Affen. Und wenn du an Gott denkst, was denkst du, wenn du an Gott denkst? Du denkst an das Wort Gott. Du denkst das Geräusch Gott. Das ist nicht Gott, das ist ein Geschöpf. Das ist etwas, was du in deinem Kopf erschaffst. Und wenn ich jetzt sage, ja, was ist Gott? Dann wirst du mir das erzählen, was man dir in Elternhaus und Schule erzählt hat. Wenn du kommunistisch erzogen wurdest, dann hast du das Hirngespinst von religiösen Menschen. Und wenn du religiös erzogen wurdest, betest du irgendeine Vorstellung von Gott an und dann zeige ich dir 1000 verschiedene Religionen und alle stellen sich den anders vor. Das ist alles hundertprozentig sicher. Und jetzt kommt was Verrücktes. Du lebst in einer Welt, wo die Elite deiner Welt, gleichgültig, ob das eine religiöse oder eine naturwissenschaftliche oder eine medizinische Elite ist. Diese Elite weiß nicht einmal, was 100% sicher bedeutet. Ich werde dir beweisen, dass 99,99999 Prozent all der Sachen, die deine Menschen, die du dir ausdenkst, auch du, als hundertprozentig sicher bewiesen ansehen, kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Das ist blinder, dogmatischer Glaube. In der Wissenschaft nennt man das Axiome. Das griechische Wort Axiome heißt, es ist wirklich geglaubt zu werden. In jedem Wörterbuch wirst du feststellen, ein Axiom ist ein Glauben, den man nicht überprüfen kann, der aber allgemeingültig als richtig angesehen wird. Du musst auch wirklich auch geglaubt zu werden, obwohl man es nicht überprüfen kann. Holofeeling arbeitet nur mit hundertprozentig sicheren Fakten. Was sind Fakten? Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Kommt von Fogere Lateinisch. Die Tat besteht darin, dass du, kleiner Geistesfunk, an irgendwas denkst. Das ist das Faktum. Und in dem Moment, wo du was denkst, entsteht in dir eine Information. Und du bist der Einzige, der das sieht, was du selber erschaffst. Lass uns jetzt mal an eine Erdkugel denken. Wo war die Erdkugel die ganze Zeit? Die hat nicht existiert. Bist du dir hundertprozentig, meinst du, dass irgendjemand die Erdkugel schon gesehen hat? Pass auf, bei Holofeeling, jeden dieser Sätze, die ich dir sage, wenn du meine Gedankengänge mitgehst, kannst du jeden dieser Sätze beschwören, ohne eine Meinung zu schwören. Weil ich rede von dem, was jetzt da ist. Du baust bei dem Wort Erdkugel irgendeine Vorstellung auf.
Arbeitest du mit einem anderen Programm zum Beispiel, denkst du, jetzt denken wir uns mal aus in einer chinesischen Sprache, dass du das Deutsch nicht mächtig bist, dann wird das Wort Erdkugeln dir nur ein Geräusch sein. Es ist Computersach, kann Datei nicht lesen. Was natürlich bei den ganzen Klebern, es gibt auch keine Zukunft. Versuche mal in 5 Minuten was zu denken. Es ist ein Faktum, dass du jeden Gedanken, den du denkst, jetzt denkst und diese Information, die du in dir aufbaust, wird mit dem nächsten Gedanken schon wieder zerstört. Das sind die Gedanken. Aber das kannst du dir alles von deinem Papa und von deiner Mama erklären lassen. Und von deiner Oma sowieso. Und das sind dann immer religiöse Spinner. Und jetzt kommt die Sache, ich bin der Erste. Ich rede nur von Sachen, wo wirklich jeder 13-Jährige, wenn ich drei, ich mache immer gerne meine Easter, wie dann 16, 17, die sitzt mit solchen Augen da und folgt mir. Und ich sage, Kleines, du musst trotzdem dein Leben leben, geh in die Schule, halt deinen Mund. Mach dir Gedanken, was die um dich herum, was deine Lehrer dir erzählen. Lerne das. Auch das sind wichtige Puzzlestückchen vom Heiligen Ganzen. Die ergeben aber zusammengesetzt was vollkommen Neues. Auch alle Religionen erzählen dir das. Alles, was in Physikbüchern und in Chemiebüchern drin steht, stimmt. Was du von mir nie hörst, was nicht stimmt, ist die einseitige Auslegung deiner Professoren, die ja nur nachäffen, was ihre Professoren ihnen erzählt haben. Und wenn du jetzt Physik studiert hättest, und da waren viele bei mir schon die letzten 30 Jahre, denen habe ich alle gezeigt, dass sogar die Formeln in ihren Physikbüchern, die Einstein-Formel zum Beispiel, übrigens mit Einstein hat das geistreiche Wissenschaft aufgehört und ist die Hirnwichserei gekommen. Max Planck und alles, was danach kommen, sind Wahnsinnige. Diese Relativitätstheorie beweist dir mit 100% arithmetischer Sicherheit, dass von außen überhaupt kein Licht in dich reinkommen kann. Das steht in den Physikbüchern drin. Die lassen bloß was weg und die Menschen denken nicht selber, sie sind geistlos nachäffende Affen. Du musst auch kein Klima retten. Weil die Welt, in der du dich befindest, ist ein Traum, da gibt es keine Erdkugel da außen. Die Welt ist genauso wenig Erde eine Kugel, wie sie eine Scheibe ist oder war. Weil die Erdscheibe und die Erdkugel sind etwas, das in dem Moment entsteht, wo du es denkst. Du träumst jetzt. Und der träumende Geist kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Also werfe ich dir nicht vor, dass ich dich das jetzt träumen lasse. Was ich dir vorwerfe, dass du noch nie angefangen hast, versuchst, selber zu denken und die Fehler in der Führerscheinprüfungsbogenwelt zu suchen. Und da wirst du feststellen, du wirst zugeschissen mit Fehlern, mit Wahnsinn zur Zeit in deiner Welt, die Elite deiner Welt. Übrigens als Jesus in der Bibel sage ich, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir sagen, dass das alles, ich sage immer, Fortpfosten sind. Schon aufgrund der Tatsache, dass meine kindlichen Weisheiten, erstes, zweites Gebot, diese ganzen Sorge dich nicht um morgen, warum sollst du dich nicht um morgen sorgen? Es ist vollkommen unmöglich, dass morgen was passiert. Du kannst dir jetzt denken, dass morgen was passiert. Wenn es passiert, passiert jetzt. Weil alles, was passiert, jetzt auftaucht und jetzt wieder verschwindet. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Das kannst du überprüfen. Du warst tricks, ich schaue dir vorher in Selbstgespräche, wo ich sage, du kannst in 5 Minuten zum Beispiel nicht aufstehen. Du kannst Selbstgespräche mit Irene. Das müsste einen normalen Menschen eigentlich weghauen, dass du irgendwann merkst, ich bin wirklich der, der ich zu sein glaube. Behaupte, Entschuldigung. Und ich ist nicht der Udo. Ich kann nicht, ich kriege Schwierigkeiten mit dem Reden. Ja, es ist ja, wie kann der das, höre ich dann, wie kann der die Boshaftigkeit? Wenn der doch der ist, wieso wird der dann krank? Ich bin überhaupt nicht krank. Das ist, wieso schickt denn dann der liebe Gott den diese Krankheit? Wieso wurde ich ans Kreuz geschlagen? Ihr wisst überhaupt noch nicht ansatzweise mit einer Logik, wie die Welt funktioniert. Ich sage dir, das Wissen deiner Welt ist für mich das Wissen einer Schimmelpilzkolonie. Das, was du so hochsetzt, ist so geistlos nachgeäfftes Wissen. Und du kriegst sehr schnell, dein Papa und deine Mama haben mittlerweile diese Stufe, das zu erkennen. Das sind Wahnsinnige, die du träumst. Die nimmst du gar nicht mehr für voll. Die streiten um geistlos nachgeäffte Standpunkte. Die Mathematiker deiner Welt, ich mache jetzt für sie nochmal Mathematik, ich nehme ein Wörterbuch in die Hand, weißt du, was das bedeutet? Das hat mit Rechnen nicht das Geringste zu tun. Das Wort Mathe auf Griechisch heißt einfach nur das gelernte Wissen. Und Mardik, Mardikos, heißt Dummkopf, Dörr, Blödmann, Schwätzer. Eine Automatik. Autos heißt selbst. Eine Automatik macht etwas von selbst.
Aber der das macht, wenn das eine Automatik ist, ein Automatikus ist ein Dummkopf, der weiß nicht, was er macht und warum er das macht. Meinst du, deine Automatik im Auto, wenn du automatisches Auto mit automatischer Schaltung fährst, weiß die Automatik, was er macht? Das ist eine Automatik, weil das heißt ein selbst, dass ein Dummkopf ein Blödmann ist. Ein Mathematiker ist ein Dummkopf, ein Blödmann. Mathe ist das gelernte Wissen, der geistlos das, was man ihm erzählt hat, nachäfft. Jeder normale Mensch ist in Bezug auf religiösen und wissenschaftlichen Wissen ein reiner Mathematiker. Mit Rechnen hat es nichts zu tun. Das ist ein Arithmetiker, ist die Zahlen- und Rechenlehre. Das ist ein Arithmetiker. Das ist das, was ich Menschen zeige. Es ist sehr ernüchternd, nicht, Rixi? Und dann muss man das Leben einfach über sich ergehen lassen. Diese Lügen, diese Machtgeilheit, diese Dummheit des Nachäffens. Breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Weißt du, im Hebräischen, in der hebräischen Bibel gibt es zwei Wörter für Mensch. Das ist der Adam, das ist der nach Gottes Ebenbild. Du bist ein Adam. Kannst alles erzählen lassen und es ist der Enosch. Enosch heißt in jedem Wörterbuch auch Mensch. Adam heißt Mensch und Enosch heißt Mensch. Bloß Enosch heißt unheilbar, böse, krank, sterblich. Das sind die Affen, die du dir ausdenkst. Und die Menschheit, die Menschen, die Leute auf Hebräisch heißt Medim. Metim. Mt ist Gestalt geworden, erscheint, das ist das hebräische Wort für Tod. Die Toten des Meeres, lass die Toten, es sind nur Gedankenwellen. Egal an wen du jetzt denkst, ich weiß, das ist sehr hart, das gilt auch, wenn du an deinen eigenen Körper denkst, der hat keine Überlebenschance. Jetzt pass auf, Trixi, das kannst du dann erklären lassen. Trixi, ich sag dir jetzt, das Ding, das neben dir sitzt, ist ein vollkommen geistloser Zombie. Ein Affe mit einem Gehirn und er hat keine Überlebenschance. Und zu dir sage ich jetzt, wenn du so alt bist wie deine Mutti, ich sage das zu dem Geist, der jetzt glaubt, dieser Körper zu sein, dann hast du einen komplett anderen Körper. Dann bist du auch so alt wie so Mutti. Nicht überlebt. Aber es hat an dem Geist nicht das Geringste verändert. Du wirst eins merken, deine Mutti, dieser Geist, der in dieser Rolle steckt, fühlt sich kein bisschen älter wie du. Auch deine Oma. Wenn deine Oma sitzt und ihren Körper anschaut, das ist wie wenn du jetzt deinen Körper anschaust, dann siehst du halt den Körper an, wie alt bist du jetzt? 25, 26? 27. 27, gut geschätzt. Wenn du deinen Körper anschaust, deine Oma, wenn da sitzt, der Geist, der seinen Körper sich ausdenkt, ist kein bisschen älter geworden. Da liegt, das ist der Preis des ewigen Lebens. Der Geist ist ewig, glaub mir. Da ist aber nur einer, der uns denkt. Du denkst jetzt einen dieser Körper zu sein. Es ist alles ganz anders. Die Welt ist komplett anders und du kannst es auch keinen deiner Figuren in deinem Traum erklären. Und bitte lass uns jetzt einmal an deine Oma denken. Meinst du, deine Oma kriegt mit, das, wie sie jetzt denken? Oder lass uns jetzt mal an den Pudding denken. Meinst du, der Pudding kriegt mit, was wir ihn jetzt denken? Meinst du, dass er irgendeinen Einfluss darauf hat, wie wir uns den jetzt denken? Wer bestimmt eigentlich, wie wir uns den Pudding denken? Das, was du geistlos nachäffst, du kannst über den Menschen gar nichts sagen, weil du den ja gar nicht kennst. Das gilt jetzt, Namen sind jetzt austauschbar. Du kannst etwas sagen über deinen Papa oder deine Oma, weil du da ein bisschen einen direkten Kontakt, wo du sagst, ich kann beschwören, da war das und da war das und das war das, über den Budin und über alle Menschen, die du nicht kennst, kannst du bloß das sagen, was du irgendwo aus einem Sammelsurium von unendlich vielen Perspektiven aus dem Internet nachäffst. Das gilt übrigens auch für Physikbücher. Das ist auch so ein Satz. Egal, welche Seite du mir in einem Physikbuch als Beweis zeigst oder in irgendeinem Buch, ich zeige dir 1000 Seiten zum selben Thema, wo was ganz was anderes drinsteht oder das genaue Gegenteil. Wurde jetzt der Jesus gekreuzigt oder nicht gekreuzigt? Ich zeige dir den Koran und ich zeige dir das Neue Testament. Was stimmt? Ist dir das hier am Ende rechts oder links? Es hängt davon ab, welche Perspektive du verwirklichst. Aber egal, welche Einseitigkeit du glaubst, du entheiligst nämlich dich selbst. Du entheiligst damit dich selbst. Jetzt muss ich es gut sein lassen. Ja, Jetzt danke. wir schauen mal, wie es weitergeht. Ist wirklich, ich habe mich wieder viel zu viel geredet. Ich habe der Maus versprochen, dass ich nicht verrede heute. Und ich muss immer, das tut mir.
Ich gebe halt alles. Du kennst mich auch mittlerweile, deine Oma und Opa. Gott hoffentlich, denen geht es sehr so gut übrigens. Das bin auch ich. Es ist nur dieses Ich. Der von Gott ist alle. Und er liebt alle seine Facetten. Und wenn ich dann auftauche als Mensch, und jetzt ist es natürlich, du hast ja den Udo noch wie ein kleines Mädel warst, nur so am Rande mitgekriegt. Glaub mir, wenn wir zusammensitzen, ob deine Oma oder Oma bei mir waren oder jetzt mit den Handvoll Leuten, ich habe keine Sekte um mich. Die Leute, wo ich Kontakt habe, kannst du mittlerweile am 5 Finger abzählen. Ich halte mich trotzdem, weil draußen bin ich so normal, wie wenn ihr jetzt grillt, wenn wir zusammensitzen. Hast mich ja auch schon erlebt, da bin ich so normal, da ist natürlich immer nur ein gewisser Respekt oder was auch immer da. Das löst sich dann irgendwann einmal auf und dann ist man einfach bloß Familie. Da ist kein Besserwisser da. Oder irgendeiner, der wichtiger ist wie ein anderer. Mein Kabelsticker Beispiel im Auto. Ich habe hunderte kleine Beispiele. Und dann wirst du feststellen, was dieses, die kleinsten werden die größten sein. Was ist wichtiger zum Autofahren? Der Motor oder der kleine Stecker? Pass auf, ich stelle ein Auto hin, ich gebe dir einen Schlüssel, du setzt dich rein, du drehst rum und es passiert nichts. Ich zeige dir warum. Wir machen die Motorhaube auf und es ist kein Motor drin. Jetzt nochmal ein Auto, ich gebe dir einen Schlüssel, du drehst rum, es passiert nichts, wir machen die Motorhaube auf, Motor ist da. Ich habe nur einen ganz kleinen Kabelstecker, den habe ich nicht einmal rausgenommen aus dem Auto, ich habe ihn nur abgezogen. Das ist der, der den Strom zur Zündung führt. Und du kannst nicht fahren. Was ich dir damit sagen will, in was für einem Wahn lebst du, wenn du meinst, der Motor ist zum Fahren wichtiger wie der kleine Kabelstecker? Und du, Kleines, bist dieser Kabelstecker für die Welt, die du dir ausdenkst. Solange du fehlerhaft nachäffst, wird die Welt, die du dir ausdenkst, so sein, wie du sie dir zurzeit ausdenkst. Das heißt, wenn du deine Welt verändern willst, musst du deinen Glauben und deine Vorstellung von Welt verändern. Wobei, wie du das Wort Welt hebräisiert hast, nur Brandopfer. B-Rand. Ein polarer Rand. Das ist die Welt der Gedankenwellen. Du bist immer, ohne Wenn und Aber. Ein träumender Geist, aus dem taucht alles in ihm auf und es spitzt sich nur in ihm selber ab. Und alle Figuren, die du denkst, kriegen das nicht mit. Also glaub ja nicht, wenn du jetzt hier an deine Mutti denkst oder an den Udo denkst, dass die das mitkriegen, was du träumst. Aber das solltest du dir genau von deinem Papa oder deiner Oma oder deiner Mutter erzählen lassen, wenn dich das interessiert. Das ist ein Akt von Reife. Und ansonsten spielst du dein Leben in deiner Rolle ganz normal weiter. Das sind Lernprozesse. Da mische ich mich ja nicht ein. Du kannst ja nirgends eintreten, austreten. Das ist der Beginn. Das wird nur Geist verstehen. Und du wirst sehr schnell merken, wenn du dann begeistert bist, wenn du da in einem gewissen Maß infiziert warst. Das ist ein langsamer Prozess. Dann möchte man so gern das mitteilen und du rennst nur gleich. Du wirst immer mehr merken, dass die Masse um dich herum null Interesse hat. Du bist plötzlich, wenn du ein Erster wirst, ein Spinner, weil alles, was du behauptest für einen, der normal ist, normiert ist, geistlos nachhilft wie eine Maschine, ist das, was du sprichst, vollkommen unlogisch. Und jetzt mache ich wieder Schnipp und jetzt denkst du an deinen Kopf. Übrigens, dein Kopf ist ein Chat. Das heißt, eine Kollektion. Das heißt, wenn du an deinen Kopf denkst, denkst du, jetzt hast du mal nur Kopf. In dem Moment denkst du zum Beispiel nicht an deine Nase. Das ist wie wenn du jetzt die Tastatur anschaust, die jetzt übrigens die ganze Zeit wieder nicht da war. Die war keine Information. Es ist ein ständiger Wechsel von Informationen. Und es spielt sich in dir selber ab und es kommt alles aus dir. Das heißt, das ganze Wissen deiner Menschheit ist in dir drin. Du hast bis jetzt immer gesagt, ja, der Einstein hat die Relativitätstheorie erfunden. Nein, du erschaffst in dir einen Einstein, weil der auf deinem Matrix-Programm drauf ist. Hätte man dir nichts von einem Einstein erzählt, würdest du dir auch keinen Einstein ausdenken können. Denk einfach an einen Computer, wenn das nicht auf deiner Datei ist, die du zum Denken benutzt, auf deinem Intellekt ist. Du bist wie ein Computer und dein momentaner Intellekt, den du zum Denken benutzt. Jetzt kriege ich schon wieder einen Anruf. Ich kann noch mal kurz dazuschalten. Mein Ritter. Ja. Ritter. Ja, was ist denn das? Ich darf nicht reden, verdammt nochmal. Der Intellekt, den du zum Denken benutzt, ist wie das Programm und die Software, die du in dir trägst. Das ist dein Intellekt. Und also Beispiele von mir, wenn man die in der Schule erzählt hätte, der Einstein ist ein großer Bäckermeister und er hat den Einstein-Stritzel erfunden, dann würdest du bei dem Wort Albert Einstein an einen Bäckermeister denken.
Was übrigens interessant ist mit dem Wiener Würstchen. Die Wiener Würstchen heißen ja in Wien Frankfurter. Weißt du das? Weißt du warum? Das ist die Würste, die in Deutschland Wiener Würstchen heißen. Genau dieselben Würste. Heißen in Wien Frankfurter Würste. Hast du dich mal die Frage gestellt, warum? Ich werde es dir erklären. Diese Würste hat ein Frankfurter Bäckermeister erfunden, eine Frankfurter Bäckerei, und das ist der Bäckermeister Wiener gewesen. Der hat mit Nachnamen Wiener geheißen. Hoppala. Jetzt rausgehört, das ist nicht so schlimm. Okay. Das ist eigentlich hier das Problem. Mhm. Und du merkst jetzt, wer weiß das? Du müsst im Hintergrund immer wieder forschen und dann drehen sich die Puzzlestückchen plötzlich. Ja, was stimmt? Jetzt sind jetzt das Wiener Würste oder Frankfurter Würste? Man muss das da mal nachforschen und dann bleiben die meisten Menschen bei einer kleinen Facette stehen, die ist ihnen dann logisch, und es gibt noch tausend andere Erklärungsmodelle. Glaub es mir. Mhm. Aber jetzt lassen wir es sein. Ja. Ja, wir tragen dich in uns. Ich trage dich. Da bleibt es dann was über. Tito, was wäre ich ohne euch? Ja. Bin ich ein Bubs in deinem Kopf und dann bin ich wieder weg, wenn du mich nicht denkst. Dasselbe gilt für jedes andere Ding, das du dir ausdenkst. Mhm. Es gibt ein verbindendes Parameter. Diese einfachen Sätze sind hundertprozentig sicher. Was hat ein Känguru in Australien, ein Neandertaler in der Steinzeit und der Alphatum in Paris gemeinsam? Den Geist, der sich jetzt in seinen Kopf hineindenkt. Das ist Geist. Und sobald wir von Geist reden, ist Geist schon wieder ein Gedanke. Da ist etwas nicht Denkbares und das ist ewig. Das ist in der Physik, ist das E². Alles klar, ihr zwei. Sag einen lieben Gruß an wen auch immer, den ihr euch ausdenkt. Danke. Die kriegen wir sowieso nicht mit. Tschüss. Danke, Papa. Papa, Udo.